Hallo, hier ist Werner von nfctagshop.de und mit diesem Video möchte ich auf ein paar Unterschiede von QR-Codes und NFC-Tags eingehen. Beide Verfahren haben gemeinsam, dass sie euch zusätzliche Informationen übermitteln wollen, ohne dass ihr diese von Hand eintippen müsst, zum Beispiel URLs, Telefonnummern oder elektronische Visitenkarten. Beim QR-Code geschieht diese Datenübermittlung grafisch durch einen 2D-Barcode. In diesem Code ist die URL oder was ihr übertragen möchtet, gespeichert. Beim NFC-Tag geschieht das Ganze durch einen passiven Chip, der durch die aktive Energie eures NFC-fähigen Smartphones ausgelesen werden kann. Während ich beim QR-Code keine Erstellungskosten habe, außer den Druck, muss beim NFC-Tag das Ganze erst angeschafft werden. Aber trotzdem lohnt sich das Ganze, denn die Datenübertragung vom NFC-Chip ist deutlich schneller und fehlertoleranter als beim QR-Code, und darauf möchte ich im Folgenden eingehen. Um einen QR-Code auszulesen, wird zunächst eine passende App benötigt. In dem Fall habe ich mir hier eine vorher installiert. Mit dieser kann ich den QR-Code erfassen. Der Ganze wurde gescannt und leitet mich jetzt hier auf die Internetseite weiter, die ich sofort öffnen kann. Das Ganze ging jetzt recht unproblematisch und fehlerfrei, denn die Lichtverhältnisse sind ideal, das Display des BlackBerry Bold ist sehr kontrastreich und dementsprechend konnte ich das Ganze schnell abscannen. Wenn ich dagegen den NFC-Tag scanne, reicht es, mit dem Smartphone in die Nähe zu kommen, 1 bis 4 cm Abstand, und in dem Fall wurde direkt die Website aufgerufen und ich kann mir den Inhalt anschauen, der über den Code übertragen wurde. In einen NFC-Tag kann ich je nach Typ und Größe zwischen 64 Byte und bis zu 4 Kilobyte bei den größten Tags speichern. Beim QR-Code ist das Ganze beschränkt durch die Größe der Matrix. Natürlich sind hier auch deutlich höhere Datendichten der Matrix möglich. Dennoch ist im Alltag das Auslesen von NFC-Tags deutlich fehlertoleranter und schneller, sofern man als Benutzer die Möglichkeit hat, sich dem NFC-Tag auf 1 bis 4 cm zu nähern, was nicht bei jeder Werbeform möglich ist. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.